Boltoros ist ein Pokémon mit den Typen Gestein und Stahl, existiert seit der 4. Spielgeneration und entwickelt sich aus Schilderus. Es gehört zu den Fossil-Pokémon und seine Vorstufe kann aus einem Panzerfossil wiederbelebt werden und Boltoros bildet das Gegenstück zu Rhamaidon. Boltoros ist ein mittelgroßes, sehr schweres, vierbeiniges Pokémon, welches an einen Dinosaurier erinnert. Auffallend ist sein mächtiger, dunkelgrauer, schildähnlicher Kopf mit bunten Flecken. Seine spitze Nase teilt förmlich das Gesicht in zwei Hälften, da das Nasenbein fast bis zur Stirn reicht. Aus den Nasenflügeln seiner spitzen, mächtigen Nase ragen zwei große, lange Dornen hinaus. Boltoros Kinn ist gezackt und aus seinem Mund ragen vier Stoßzähne heraus. Auch der Rest seines Körpers ist mit Dornen und Stacheln bewehrt und scheine Exemplare zeichnen sich durch eine dunkelblaue Panzerung aus. Auf Level 30 erlernt es vor allem physische Stahlattacken mit Metallstoß, Eisenschädel und Ramboss, kann aber noch zudem die Statusattacke Ausdauer erlernen. Seine Fähigkeit ist Robustheit und sorgt dafür, dass es Schutz vor K.O.-Treffern bekommt und nicht direkt besiegt werden kann. Und seine versteckte Fähigkeit ist der Lärmschutz und dadurch ist es immun gegen Lärmattacken. Boltoros ist ein sehr friedliches Pokémon, lebte vor etwa 100 Millionen Jahren im Dschungel und ernährte sich vor allem von Beeren und Gräsern. Da es im selben Gebiet wie Rhamaidon lebte, müssen sie sich heftige Kämpfe geliefert haben. Da beschützt sich Boltoros mit seinem stabilen Kopf, welcher sogar härter als Stahl ist. Es bildet Gruppen, um den Nachwuchs zu verteidigen, wobei sich die Boltoros einer Herde nebeneinander mit seinem stabilen Kopf, sodass sie jeden Angriff abwehren können. Mein Gott. Seine Schwachstelle ist ein eingeschränktes Sichtfeld, wodurch es sich relativ leicht von hinten besiegen lässt, was eine Gruppe von Boltoros aber behebt. Das erklärt vermutlich auch, warum Boltoros eben Gruppen bilden. Dabei ist es die letzte der zweistufigen Entwicklungsreihe und entwickelt sich aus Schilderus, wenn es mindestens Level 30 erreicht, nimmt dabei an Gewicht und Größe zu, bekommt mehr Dornen, bekommt eine intensivere dunklere Färbung und bekommt ein bedrohlicheres Ansehen. Und mit seiner Typenkombination ist es immun gegen Giftattacken, nimmt Viertelschaden gegen Normal- und Flugattacken, halben Schaden gegen Gesteins, Käfer, Psycho, Eisdrachen und Feeattacken, doppelten Schaden gegen Wasserattacken und vierfachen Schaden gegen Kampf- und Bodenattacken und von Generation 4 bis 5 machen sogar Geist- und Unlichtattacken nur halben Schaden, ab der 6. dann machen sie normalen Schaden wie auch die restlichen Attacken.